Hallo zusammen und willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute geht es um ein elektrisches Gadget, ausnahmsweise, was ich mir zugelegt habe. Und zwar geht es um eine Steckdose, eine Smart-Steckdose von Blitzwolf. Das Teil heißt BWSHP2. Ich habe mir das bei Amazon im Angebot geschossen, weil ich sowas schon immer mal haben wollte. Wir haben auch eine Alexa hier. Und jetzt kam gestern der Fall, dass ich ein neues Wandbild bekommen habe, was wir beleuchten mit einer Leuchte, die ich nicht durch eine Smart-Leuchte austauschen kann, wo eben genau diese Steckdose dann ganz praktisch wäre. Deshalb hätte ich gesagt, wir gucken uns das Teil jetzt einfach mal an und schauen, wie das funktioniert. Los geht's! So, wenn ich das aufmache, kommt mir hier als erstes ein kleiner glücklicher Smiley entgegen und ein trauriger Smiley. Ah, das ist einfach nur ein Feedback, eine Feedback-Anfrage, also wie man das Produkt findet, dass man da drin stehen dann ein paar Links, dass man den schreiben kann. Dann haben wir einmal das Handbuch in klein, User Manual, die eigentliche Steckdose. Also das ist einfach nur ein Steckdosenaufsatz. So sieht das Ganze von vorne aus. So, wenn wir seitlich drauf gucken, also es baut natürlich auf eure normale Steckdose von hinten, ganz normal. Und wenn wir jetzt von oben nochmal drauf gucken, ich glaube, ich habe es gerade eben falsch rum gehabt, dann habt ihr hier noch einen manuellen Knopf, das heißt, wie bei einer Mehrfachsteckdose können wir einfach die Steckdose auch ohne Handy, ohne Alexa, ohne irgendwas an- und ausschalten, wenn wir da drauf drücken. Hier haben wir jetzt zwei Stück vorhanden. Wie gesagt, gab es in so einem Päckchen und dann ist die Schachtel leer. Jetzt hole ich kurz eine Mehrfachsteckdose, dass wir das alles hier ausprobieren können und nachher schalten wir das Ganze auch noch drüben im Wohnzimmer an das Wandbild, dass ihr seht, wo der Sinn hinter der ganzen Geschichte liegt. So, hier haben wir eine Lampe schon mal. Jetzt brauchen wir noch eine Mehrfachsteckdose. Also, ich habe kurz im Wohnzimmer eine Lampe geholt. Habe eine Steckdose hier, da stecken wir jetzt einfach mal diesen Aufsatz drauf, bis der drin ist. Und wie ihr seht, reagiert die Steckdose jetzt, also sie leuchtet so wahrscheinlich, um sich zu verbinden. Das schaue ich mir jetzt mal kurz im Handbuch an. Und dafür brauchen wir jetzt eben die App. Die App heißt Smart Life. Da gibt es auch einen kleinen Barcode mit in der Anleitung. Das heißt, das kann man sich einfach runterladen, indem man das abscannt. Ich gehe jetzt mal in den App Store und gucke, ob ich das gleich finde. Ich starte euch hier auch noch die Bildschirmaufnahme. Lasse ich dann hier mitlaufen, dass ihr das seht, was da passiert. Smart Life. Nicht like, sondern live. Und da haben wir sie auch schon. Also rein vom Bild her habe ich das jetzt erkannt. So, wenn die App runtergeladen ist, können wir die App öffnen. Ja, darf uns Mitteilungen schicken. Dann müssen wir ein neues Konto erstellen. Datenschutz müssen wir natürlich zustimmen. Dann gebe ich hier kurz meine E-Mail-Adresse ein. So, dann habe ich meinen Code und jetzt kann ich noch ein Passwort festlegen, beziehungsweise muss ich ein Passwort festlegen. Erstellung einer Familie. Okay, damit müssen wir wohl anfangen. Das heißt Wohnzimmer, bla bla bla. Also da kann man wohl einiges einstellen, das überspringe ich jetzt. So, wenn ich jetzt mit der Registrierung fertig bin, kann ich hier ein Gerät hinzufügen. Wir haben eine Steckdose. Es scheint jetzt nicht zu klappen. Ich drücke nochmal 5 Sekunden drauf. Jetzt sucht er wieder aktiv, also er blinkt zweimal die Sekunde. Und am Ende blinkt er rot, nicht mehr blau und er hat das Gerät gefunden, wie ihr hier auf der Seite auch seht.
Jetzt sagen wir, wo wir das Gerät haben möchten. Wir sind zwar jetzt gerade in der Küche, aber später kommt diese Steckdose ins Wohnzimmer. Das heißt, ich schreibe gleich Wohnzimmer drauf und benenne die Steckdose Fertigstellen. Und jetzt haben wir unsere erste Steckdose verbunden. Jetzt sehen wir schon, die Steckdose ist an, steht hier auf dem Display. Also wenn man das jetzt hier so sieht. Und wenn ich da jetzt drauf drücke, dann geht sie aus. Und wenn ich sie wieder anmache, geht die LED wieder an. Also das funktioniert erstaunlich gut im Gegensatz zur Kopplung. Das war ein bisschen tricky, aber wenn man einmal weiß, 5 Sekunden drücken, während er sucht, dass es sich dann verbindet, dann passt es auch. Jetzt sehen wir in der App, dass wir hier noch unterschiedliche Möglichkeiten haben. Also wir haben Statistiken, das heißt, wir können auslesen, wie viel Strom über diese Zuleitung verbraucht wird. Dann haben wir einen Timer, das heißt, wir können zum Beispiel, wenn wir einen alten Fernseher haben und kein Sleep Timer in dem Fernseher verbaut ist, über die Steckdose einen Sleep Timer einbauen. Dann haben wir ein Schedule, also wir können tatsächlich auch sagen, immer morgens um 7 soll der Wasserkocher angehen. Also da kann man sich dann einfach irgendwelche Timer setzen, wenn man möchte, und an und aus. Das sind so die Optionen, die ich jetzt in der Steckdose habe. Um zu zeigen, dass das Ganze auch funktioniert, nehmen wir jetzt mal die Lampe hier neben mir. Na, der Stecker ist an. Und wenn ich jetzt in der App das Ganze ausmache, Licht an, Licht aus. Also das funktioniert schon mal sehr gut. Ich hätte gesagt, ich nehme euch jetzt mal mit rüber ins Wohnzimmer, dass ihr auch seht, wofür das Ganze jetzt gedacht ist. Weil hier habe ich eine Philips Hue-Lampe drin, da brauche ich diesen Zwischenstecker nicht. Drüben habe ich eine Lampe, da kann ich wie gesagt keinen einbauen. Und da setzen wir das Ganze jetzt hin. Ich nehme euch einfach mit. Da ist das neue Wandbild, was wir aus unserem letzten Urlaub beziehungsweise was ich im letzten Urlaub gemacht habe und was wir jetzt ausgedruckt haben. Das sieht ziemlich cool dort aus. Wir haben nur das Problem, dass es da extrem dunkel ist. Und dafür haben wir eben diesen kleinen Lichtsack, nenne ich das Ganze jetzt einfach mal. Und da brauche ich die Steckdose. Jetzt habe ich den Blitzwolf eingesteckt, habe den verbunden. Der ist jetzt gerade noch aus. Jetzt nehmen wir einfach wieder das Handy. Das sehen wir hier. Na, ihr habt dort unten die Steckdose. Drückt hier drauf und das Licht geht an. Also ich weiß noch nicht genau, wofür ich die zweite jetzt verwenden werde. Ich finde, das ist ein ganz nettes Gimmick, einfach auch mal, um ein bisschen den Stromverbrauch zu überwachen. Ich sag mal, gerade in meinem Computereck, wo ich alles schneide, wo meine externen Festplatten und so sind, da ist wahrscheinlich der Hauptverbrauch von der ganzen Wohnung. Das heißt, das ist sicherlich interessant, sich das einfach mal auslesen zu lassen. Und ich hoffe, euch hat es gefallen. Ihr konntet sehen, was man mit so einem Teil hier alles Schönes machen kann. Ich werde das jetzt am Wochenende mal noch mit Alexa koppeln. Falls euch das auch interessiert, schreibt mir doch einfach in die Kommentare, dass ich darüber auch noch ein kleines Tutorial mache. Und ansonsten wünsche ich euch ein schönes Wochenende und bis zum nächsten Video. Ciao!